Ja, mal eben ganz knapp verfehlt. Nicht meilenweit, Alter. Das ist... Oh. Diese Karre auch schon wieder, ne? Was Schlechteres hätte man echt nicht nehmen können. Joa, wir haben jetzt schon verkackt. Geil. Warum fahren wir überhaupt noch? Kick mich doch raus. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Motorsport 7 auf dem PC, Folge 90, jetzt aber. Ich glaube, ich hatte mich in der letzten Folge versprochen und hatte da schon 90 gesagt, aber wir haben jetzt die 90. Folge. Und wir fahren heute die Special Events der Expertenmeisterschaft, alle vier. Das heißt, die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern und es geht los mit dem Hockenheimring, die Gesamtstrecke. 5 Runden habe ich gesehen mit diesem Mercedes. In Werksrennen. Und es geht ab. Interessiert uns nicht, los geht's. Ah, der sieht schon nicht schlecht aus. Eieieiei. Ein CLK GTR AMG. Ah, ganz mies. Jetzt fahre ich nicht so scheiße hier. 5 Runden sind natürlich jetzt auch nicht so wenig. Also die Folge wird, wie gesagt, ein bisschen länger gehen. Ich wollte das jetzt nicht nochmal aufteilen. Aber naja. Er rutscht mir ein bisschen viel. Muss man ja leider mal so sagen. Ganz ruhig. An dich wollen wir rankommen. So, das ist eine harte Kurve, da bremsen wir mal ein bisschen stärker. Ah, ein bisschen den Nacken hier drehen, sonst krallt er sich hier fest und bleibt dann so.
ist okay. Aber mehr als ein Rennen muss es dann auch nicht wirklich sein, muss man sagen. Es reicht komplett aus. Ist ja auch nur ein Special Event. Ganz gut. 5 Runden sind vielleicht ein bisschen zu viel, aber man fährt ihn ja dafür auch nur dieses eine Rennen und ist ihn dann wieder los. Und ciao. Ja. Um da, los. Ist ja ungesund mit dem Drehzahlbegrenzer. Nicht herein, danke. war knapp. Shit. War nichts. Nichts! So. Wieder mal nur noch eine Runde übrig. Noch sieht es ganz gut aus. Bisschen Abstand haben wir aufgebaut, was prinzipiell auch schon mal gut ist. So, dann war das eine Event schon vorbei. Also die Folge wird auf jeden Fall lang werden, mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar ein bisschen mehr sogar. Wir sind ja jetzt schon bei fast 10 Minuten. Wir haben ein Viertel nicht mal geschafft. Aber die anderen Events gehen vielleicht ein bisschen schneller.
Das hier ging ja jetzt auch fast 10 Minuten. So, beste Runde, 1,50, 1200 Punkte gibt es dafür und das, denke ich mal, ist erstanden. So. Ja, sehr schön. Dann machen wir direkt weiter mit dem zweiten. Direkt mit dem zweiten. Schön. So. Mama? Ah, nehmen wir uns den. Komm, wir nehmen uns den. Wir brauchen, glaube ich, auch keine neuen Autos mehr. Ansonsten können wir unser ganzes Geld eh verbraten, weil wir danach das Let's Play beenden nach dem Drivers Cup. Danach wird es keine Forza Motorsport 7 Folgen mehr geben. Ich werde das Spiel danach auch wahrscheinlich nicht mehr spielen. Und deswegen kann man das ja mal machen. So, Hochgeschwindigkeitsverfolgung, Nissan Skyline. Überholen Sie vorherige Generationen von Nissan Skyline in einem modernen Nissan GT-R-Rennwagen. Das finde ich wiederum ganz geil. So ein Modus. Es ist aber auch nur eine einzige Runde. Ich muss den ersten Platz belegen. Im Suzuka Circuit, in der Weststrecke. War nicht mal so lang. Okay. So, Alter, was ist das denn? Das ist ein GTR? Wow. Okay. Ja. Digga, das ist aber krass. Ja, sicher fährt er in 30 Sekunden Vorsprung los, Alter. Sieht er von innen aus? Können wir mal ein bisschen gucken. Nicht schlecht. So, der fährt jetzt los. So, auf geht's. Ja, klar, Alter. Der geht aber schon ganz schön ab, ne? Alter! Der klebt! Wow. Oh, holla. Alter, das ist aber knapp geworden. Zack, aber alle überholt und hinter mir gelassen. So stelle ich mir ein Event vor. Das ist schön. Schön kurz, schön knackig, aber es bleibt spannend. Wenn du nicht fahren kannst, hast du eben verkackt. Gut, ich kann jetzt auch nicht gerade wirklich fahren, aber okay, da sehen wir es ja. GTR 71, GTSR 87, GTR von 17, ein GTR 97, ein GTR von 02, unser Nismo GTR. Und wir haben den GTR LM, na klar. Le Mans. Mm. Schön. Kommen wir dann mal ganz gut voran. So müssen wir gar nicht so krass überziehen tatsächlich. Aber haben es trotzdem alles geschafft. Ne?
habe natürlich kaum Erfahrung für sowas, na klar, aber egal. Holen wir uns dann im Drivers Cup. So, wir kriegen schon mal den Mercedes-Benz geschenkt. Und den auch. Ach, krass. Na gut. Okay, dann weiter. Honigan Autocross. Dritte und vorletzte. Homestead. Die Straßenstrecke. Naja, wieder Zielzeit 2:45. Naja, da werden wir wieder ein paar Mal brauchen, glaube ich. Ja, das ist wieder sowas. Wenn wir gut sind, kriegen wir es direkt hin. Wir fahren einen Ford. Junge. So sieht er von innen aus. Okay. Oh Gott. Ja, okay. Verkackt. Okay, ja. Die Tore sind ja egal. Es geht ja bei diesem Event eigentlich nur darum, die Runde fertig zu kriegen. Aber man kriegt die Runde halt nicht fertig, wenn man... Ach, Freunde. Und dann gebt ihr mir so eine Karre dafür? Ey, mit der kannst du doch nicht fahren. Können wir eigentlich direkt von vorne anfangen? Ja. Zeit gleich um, weil dann jemand die Hälfte geschafft. Schön. Tore sind aber auch anders scheiße gesetzt, ne? Ja. Ja, mal eben ganz knapp verfehlt. Nicht meilenweit, Alter. Das ist... Oh. diese Karre auch schon wieder, ne? Was Schlechteres hätte man echt nicht nehmen können. Joa, wir haben jetzt schon verkackt. Geil. Warum fahren wir überhaupt noch? Kick mich doch raus. Ja, egal. Müssen wir eh nochmal machen. Dieser Modus ist so scheiße einfach. Ich hasse es jedes Mal. Und dann diese Karre. Das ist so scheiße einfach. Nur dieses Auto. Wollt hier Schluss machen. Schön was zu Mampfen machen. Und jetzt kommt mir hier sowas. Toll. Ja, gut. Nochmal Konzentration. Wir machen das zusammen, Freunde. Wir kriegen das zusammen hin. Wir schaffen das. Uah. Langsamer lieber. Das wird am Ende deutlich schneller sein. Wenn wir sowas hier, wo keine Punkte sind, können wir ruhig Gas geben, aber... Ja, okay. Engt halt so gut wie gar nicht. Das... Ist halt dann auch schon wieder so, wo ich mir so denke, why you engineered this? Ja,
auch so ist 2,45 halt wieder echt sportlich, ne? Bis jetzt haben wir nur ein Tor nicht bekommen. Okay. Über eine Minute Zeit. Das sieht noch sehr, sehr gut aus. Immer hier konzentriert fahren. Wird es trotzdem noch ein bisschen sportlich. Mann! 10 Sekunden. War locker geschafft. Weil diese Kacke, wir dürfen wirklich nichts berühren, um das jetzt hinzukriegen. Nix! Es ist so lächerlich, dass es kein so ein bisschen von Kulanz gibt, Alter. Nochmal. Scheiße hier. Quatsch. Nochmal. Einen berührt, okay, ist noch nicht so schlimm. Das ist jetzt schlimm. Jetzt schon zu schlimm. Okay, jetzt ist vorbei. Vorbei. 20 Sekunden, Alter. Direkt. Ja, passt, klar. Mann! Oh, man kann ja sogar zurückspulen. Lol, man kann die ganze... Wow, okay. 1,58, ja, wird die Zeit auch zurückgespult. Lol. Egal, wir müssen es trotzdem nochmal neu machen. Aber wir machen das jetzt. Weil wir jetzt bei jedem Mal, wo wir gegenfahren, spulen wir zurück und fahren einfach nicht gegen. Warum komme ich erst jetzt auf sowas? Das ist doch komisch. Und so sind wir doch wieder bei einer 40-Minuten-Folge, weil dieses Kack-Event hier sich einfach in die Länge zieht. Wegen nix!
einfach nur scheiße gemacht. Kacke hier. Ja, sicher. Ich hab den nicht mal berührt. Er hat sich nicht mal bewegt. Bullshit hier. Sieht es auch tatsächlich gut aus. Nämlich gleich so. Na lol, da muss ich durch. Dies. Ja, sicher kriege ich eine Strafe. Nichts habe ich gemacht. Hey. Hätten wir ja noch tausendmal machen können. Tore. Bullshit hier. Echt Bullshit ist das hier, ey. Also wirklich. So, ein Event noch, Freunde. Dann ist die Meisterschaft dann, ey. Ja, pff, den werde ich wohl nicht brauchen, ne? Ja, wirklich. So, ein Rennen. Okay, dann kurz ist noch. Ja. So langsam brauche ich echt 6 Runden. Circuit de Catalunya Grand Prix Strecke. They like to keep it kind of classy, clean lines. The cars are all evolution. Jetzt tust du mir noch 6 Runden an, ne? Oh, doch 14 Minuten Folge, wie ich es geahnt hatte. Na, klasse. Wir starten sofort. Ich brauche echt Pause nach fast. Nach über 6,5 Stunden, ey. Bist du behindert, du Wichser? Stellst du dich quer von meiner Haube? Ja klar, mal park doch am besten.
Hä? Warum sind das jetzt auf einmal rote Punkte? Ah, der fährt sich kacke. Den will ich noch haben. Diese komische Kobra da. Was soll denn der Mist? Scheint das Ding hier offenbar nicht so gut zu bedienen. Aber es fährt sich auch nicht gut. Vielleicht doch mal lenken zur Abwechslung, du Spacken. Digga, als ob, Alter. 2 mal 6 sind 12 Minuten jetzt. Dieses Kackrennen oder was? Als ob halt jetzt eine Runde so lange dauert, ne? Ja. Machen wir noch, Freunde. Ist halt nächstes Jahr Folge, ich hab's euch gleich gesagt. Ich hab keinen Bock jetzt gerade echt. Jetzt einfach nur noch Pause ab. Wart essen, Alter. Ich nehme seit 6 Stunden 40 auf, ey. Ich bin durch. Ich weiß doch nicht, dass ich den nicht kriege. Ein bisschen näher gekommen. Er fährt immer noch vor mir. Jetzt haben wir ihn. Oh, geiles Auto. Mein Fullspeed hier um die Kurve. Auch nicht schlecht. Muss man auch erstmal hinkriegen.
Der Wagen geht nicht in die Eisen. Der ist doch so leicht und bremst nicht. Ah, ich schwitze am Controller fest. Ich schwitze am Stuhl fest. Könnt ihr mich nicht einfach von diesem Rennen jetzt erlösen? Ich will diese Meisterschaft jetzt beendet haben. Alter, das ist dann anstrengend. Echt nicht mehr, ey, echt nicht. Irgendwann ist auch gut. Ah. Du kommst nicht mehr vorbei. E15, Alter, pro Runde. Ah. So, komm, die letzten Runden jetzt hier. Die hängen mir zwar immer noch am Arsch, aber überholen werden sie mich nicht. Das fahren wir wunderbar ins Ziel. Zwei Runden noch, Alter. Komm mal, in 5 Minuten sind wir durch. Oh, komm. Nein. Ach, Mann. Junge, ich bin hier eingeengt, Alter. Das fühlt sich ja richtig scheiße an. Es wird warm.
Komplett weg damit, von mir aus. Haben wir erstmal wieder ein bisschen weggemacht. Eine Runde noch, Alter. Come on! Eine Runde. So, aber da ist gleich das Ziel, Alter. Fast 7 Stunden habe ich gerade gestreamt. Super, wa? Heilige Scheiße. Wir sind durch. Damit, Freunde, endet die Expertenmeisterschaft. Alles erledigt. Jetzt fehlt nur noch der Forza Drivers Cup. Ah. Erstmal was essen jetzt. Geil. Ich freue mich. So. Bin ich durch. So durch war ich lange nicht. Kann ich dir sagen. Alles klar, Freunde. Damit war es auch für diese Folge von Forza Motorsport 7. In der nächsten Folge startet dann der Forza Drivers Cup. Credits brauchen wir mal, wir brauchen Credits. Und dann schauen wir mal, wie geil es wirklich wird. So. Den kriegen wir natürlich auch noch. Ja, ist ja gut. So, hier haben wir alle. Da haben wir alle, da haben wir alle, da haben wir alle, da haben wir alle. Und jetzt können wir uns hier mit dem Forza Drivers Cup beschäftigen. Wir brauchen 50.000, um das zu kriegen. Heftig. Na gut, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.